willkommen zum Heiligabend-Gottesdienst in der Martinskirche in Kornweiler. Schön, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. Zwischendrin, nicht erschrecken, werden Sie ab und zu kleine Grüße unserer Gemeindemitglieder an Sie hören. Kommen Sie doch einfach mit rein. Dieses Jahr 2020, das in wenigen Tagen zu Ende geht, ist ein besonderes Jahr. Niemals zuvor haben wir durch die Ausbreitung eines Virus so eindringlich erlebt, dass die ganze Menschheitsfamilie gemeinsam herausgefordert ist. Und auch Weihnachten ist dieses Jahr alles andere als gewöhnlich. Vieles, was normalerweise im Advent für uns dazugehört, war nicht möglich. Sogar am Heiligen Abend können oder wollen viele Menschen nicht in ihrer Kirche den Weihnachtsgottesdienst mitfeiern. Aber auch in diesem Jahr ist die Botschaft der Weihnacht: Gott ist in unsere Welt gekommen. Ganz anders jedoch, als die Menschen es erwartet haben. Nicht stark und mächtig, sondern wehrlos und schwach in einem Kind. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. So zeigt er uns seine grenzenlose Liebe. Er bleibt nicht mit sicherem Abstand in den Himmelshöhen, sondern teilt unser Menschenleben. Gott ist bei uns in Freude und Hoffnung, genauso aber in Angst und Not. Wir wollen diesen Gottesdienst in seinem Namen feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Hören wir, was der Evangelist Lukas über die Geburt Jesu aufgeschrieben hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, sehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
ist jedes Jahr. Ich glaube, das ist uns allen klar. Weihnachten findet immer vom 24. bis zum 26.12. statt. Jeder Kalender hat das irgendwie notiert. Und auch jeder Mensch. Ob man Weihnachten mit der Familie feiert oder vielleicht auch alleine oder im Kreis von lieben Freunden. Selbst wenn man Weihnachten gar nicht feiert, wenn man überhaupt nichts mit Jesus und Kirche und Gottesdienst zu tun hat. Auch dann findet Weihnachten statt. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es das war, was der Mann mit seinem Satz gemeint hat. Weihnachten ist jedes Jahr. Irgendwie muss doch da was anderes dahinter stecken, als das, was uns allen klar ist. Weihnachten ist jedes Jahr. Ich habe mir mal ein YouTube-Video angeschaut, weil es mich interessiert hat, was Menschen eigentlich über das Weihnachtsfest so sagen. Das ist so eine rasende Reporterin, die läuft auf dem Weihnachtsmarkt umher, ich glaube es war 2018 oder 2019, und befragt unterschiedliche Leute, was sie denn eigentlich denken, was Weihnachten ist. Weil wir uns jetzt leider hier nicht sehen können und ich sie nicht fragen kann, sie wissen, dass ich das gern mache, eigentlich jetzt hier durch die Reihen gehen und jemand fragen, was ist Weihnachten für dich? Deshalb möchte ich euch heute ein paar Antworten zeigen von dem, was die Leute bei der Reporterin gesagt haben. Weihnachten ist ein Marketingfest. Weihnachten ist Christi Geburt. Weihnachten bedeutet Zusammenkommen mit der Familie. Einer hat gesagt, Weihnachten ist der Tag, an dem mein Retter und Herr auf die Welt gekommen ist. Oder Weihnachten ist ein Tag, an dem ich in die Kirche muss, um meine Familie zu sehen. Was ist Weihnachten für euch? Wenn ich jetzt bei euch an die Tür klopfen würde und sagen, hey, ich bin die Lea, Weihnachten, wie sieht's aus? Was würdet ihr sagen, was bedeutet Weihnachten eigentlich für euch? Vor einer kurzen Zeit, als es noch etwas einfacher war, in Deutschland von A nach B zu reisen, war ich eine Freundin besuchen in Hamburg. Ich liebe diese Stadt. Hamburg ist einfach genial und sie war arbeiten und deswegen bin ich alleine durch die Stadt getingelt. Am allerliebsten setze ich mich in Hamburg in die U3 und dann fahre ich einen großen Kringel durch die Stadt durch, steige aus, wo es gemütlich und schön ist oder wo ich was sehen möchte. Hamburg ist wirklich schön. Und an diesem Tag war ich auch eben in Hamburg unterwegs, habe mich in die U3 gesetzt und auf einmal haben sich die Menschen in der U3 in Bewegung gesetzt. Und mir war sofort klar, warum. Es ist ein Mann eingestiegen. Die Kleidung war ziemlich heruntergekommen, abgetragen, Löcher, hat irgendwie auch überhaupt nicht zusammengepasst. Er sah sehr ungepflegt aus, der Bart war schon lange nicht mehr irgendwie geschnitten worden, die Haare nicht. Hatte so leichte Dreadlocks drin. Aber nicht das war es unbedingt, das die Menschen in Bewegung gesetzt hat, sondern der Geruch, der von diesem Mann ausging. Es war unerträglich. Das hat noch nicht mal zu bedeuten, dass die Menschen irgendwie den Mann an sich unsympathisch fanden oder dass sie Unmenschen waren. Es war einfach nur unfassbar schwer, nebendran zu stehen. Ohne dass einem irgendwie ein Stück weit schlecht wurde. Als ich zur Vorbereitung an diesem Weihnachtsgottesdienst saß, ist mir diese Geschichte wieder eingefallen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum fällt mir eine Geschichte von Gestank ein? Ich sollte doch eigentlich lieber an Lebkuchen denken und an Plätzchen, die gebacken werden. Aber nein, ich erkläre euch gleich, warum mir dieser Mann eingefallen ist bei der Weihnachtsgeschichte. Können Sie sich noch an die Geschichte der Bibel von Kain und Abel erinnern? Bestimmt. Kain und Abel sind die Kinder von Adam und Eva. Sind Brüder. Der eine, Kain, war ein Schafshirte und der Bruder Abel arbeitete auf dem Feld. Und dortmals war es üblich, dass man nach getaner Arbeit Gott Dank brachte, ein Opfer brachte. Kain wählte ein Tier aus seiner Herde aus.
Und Abel brachte verschiedene Opfergaben vom Feld dar. Man hat die damals dann auf so einem Altar verbrannt. Der Brauch ist uns heute ziemlich fremd. Aber er sollte Gott eigentlich symbolisieren: Herr, von dir kommt alles und dir gehört alles. Du bist mein Schöpfer und wir sind von deiner Gnade abhängig. Weil du alles von uns verdient hast, reichen wir dir symbolisch das Beste unserer Arbeit. Und so haben es die zwei Brüder gemacht. Eigentlich alles klar. Aber in der Bibel steht ein seltsamer Satz. Und zwar: Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer. Wir erinnern uns, Abel ist der, der auf dem Feld arbeitet. Aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Es gibt viele Theologen, die darüber philosophieren, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Das eine Opfer wurde angeschaut, war Kain irgendwie böse und Abel sehr gut. Eigentlich sagt uns das die Geschichte nicht. Es steht nur da: Gott schaute Abels Opfer an und Kains nicht. Ich verbinde diese Geschichte immer mit Geruch. Denn wenn so ein Altar räuchert, dann entsteht da viel Geruch. Und in manchen Kinderbildern wird es so gezeigt, wie der Rauch zu Gott steigt und er das riecht und sich über Abels Geruch freut und über Kains nicht. Als Abel bemerkt, dass Kain sein Opfer nicht anschaut, wird er grimmig im Herzen. Er senkt seinen Blick und er hat schlechte Gedanken. Kurz danach passiert der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Warum? Weil Kain eifersüchtig war auf seinen Bruder Abel. Weil Kain diesen Blick von Gott nicht bekommen hat, den er in diesem Moment irgendwie gebraucht hätte. Er hat sich nicht gesehen gefühlt. Wisst ihr, was mir da bewusst geworden ist? Ich glaube, dass in jedem von uns, in dir und in mir, so ein kleiner Kain steckt. Nicht, dass Kain ein schlechter Mann war, gar nicht. Er war geliebt von Gott. Aber er hat in einem bestimmten Punkt das Gefühl gehabt, zu kurz zu kommen. Und er hat auf die inneren Stimmen gehört, die ihm sagen: Das ist unfair. Das ist nicht in Ordnung. Gott hätte dein Opfer genauso anschauen müssen. Und ich kenne das Gefühl, dass ein anderer mehr bekommt als ich. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Begabung, mehr Liebe, mehr Fürsorge, mehr Wissen, mehr Fähigkeiten, mehr Geld oder mehr Zuneigung. Ich kenne das Gefühl und es ärgert mich manchmal im Herzen. Und wisst ihr was? Genau diese Gedanken und die Taten, die daraus folgen, die stinken zum Himmel. Genau diese Gedanken, die in meinem Herzen sind und bestimmt auch in eurem, die lassen uns irgendwie stinken. Klar, nicht so, dass Menschen um uns herum das mitbekommen, wie bei diesem Mann in der U-Bahn in Hamburg. Aber innerlich fängt es in uns an zu brodeln und zu rumoren und irgendwie auch zu modern. Kain hat eben auf diese innere Stimme gehört. Er hat gedacht: Ich bin Gott egal. Er schaut nur auf die anderen. Er sieht mich gar nicht. Er wurde irgendwie sauer. Und jetzt sagt man so schön: Sauer macht lustig. Aber sind wir mal ganz ehrlich, sauer macht nicht lustig. Sauer lässt uns anfangen zu stinken. Würden andere Menschen unsere Gedanken kennen, dann wären sie ganz oft verletzt, wütend oder gekränkt. Wenn ich mich anschaue und mir überlege, was in meinem Kopf all Tage so durch den Kopf geht, dann weiß ich, ich bin sehr froh, dass andere Menschen das nicht hören können. Wisst ihr warum? Weil ich innerlich verletzt bin. Weil ich innerlich manchmal richtig wütend und gekränkt bin. Wie ein kleines Kind fange ich dann an, dass ich wild um mich rumschlag, Menschen um mich rum verletze, weil ich verletzt bin. Oder ich ziehe mich zurück. Ich glaube, jedem von uns geht es irgendwann so, immer mal wieder in unserem Alltag. Manche sind recht gut darin, eine Fassade aufzubauen. Sie zeigen den anderen nicht, was eigentlich in ihnen drin ist. Eigentlich fühlen sie sich verlassen. Niemand versteht mich. Mein Mann ist mir fremd geworden. Ich selbst bin mir manchmal fremd geworden. Ich habe das Gefühl, irgendwie zu ersticken. Ich weiß nicht weiter und ich kann nicht mehr. Aber egal, Weihnachten ist jedes Jahr. So würden es die machen, die recht gut sind, eine Fassade aufzubauen.
Manche sind aber auch Kämpfernaturen und sagen, ist mir alles egal. Mich hat jemand verletzt, ist doch mir egal. Darüber denke ich gar nicht mehr nach. Darüber sprechen, wieso, Quatsch, braucht doch niemand. Andere Menschen, vielleicht auch du, werden depressiv, ziehen sich zurück, bauen eine Mauer auf und sagen sich, hier kommt niemand rein, mich verletzt niemand mehr. Und manche werden richtig wütend. Die stürzen sich in die Arbeit, schauen nicht nach rechts und nach links, machen einfach, um es der Welt zu zeigen. Und so haben wir ganz viele Dinge in unserem Innern, die uns irgendwie stinken lassen. Und selbst wenn wir uns als super gute Menschen fühlen und denken, wir haben alles drauf, dann geht es mir manchmal so, dass ich mich umschaue in meiner Wohnung und mich frage, Lea, wer hat eigentlich für das alles, was du hier hast, für die ganzen Güter, für all das Zeug, wer hat eigentlich dafür büßen müssen? Und wisst ihr was? Ich kann dann nicht mehr sagen, damit habe ich nichts zu tun, das weiß ich doch gar nicht, sondern ich merke, das stinkt zum Himmel. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und da stimmt nicht nur was mit den anderen nicht, sondern vor allem auch mit mir nicht. Und das Krasse finde ich, dass es da einen Typ gibt, der nimmt diesen Geruch wahr. Der fühlt sich, als müsste er den ganzen Tag neben diesen Menschen in der U3 stehen, wo alle anderen ganz, ganz weit weggehen. Aber er nimmt keinen Abstand. Dieser Mann ist Jesus. Dieser Mann ist Jesus und das bedeutet Weihnachten. Das klingt verrückt, aber Gott hat beschlossen, dass er uns näher kommen will. Egal, wenn wir stinken, egal, wenn wir Gedanken in uns haben, die absolut nicht in Ordnung sind, egal, wenn wir Dinge getan haben, die absolut überhaupt nicht in Ordnung sind, egal, wenn wir manchmal naiv unsere Dinge einkaufen und nicht drüber nachdenken, dass wir nicht die einzigsten Menschen auf der Welt sind. Gott kommt uns nahe. Gott hat sich in eine Hülle hineingebracht, die absolut begrenzt ist. Er wurde Mensch und ist uns gleich geworden. Das ist unfassbar. Das sprengt jedes schön gedachte Weihnachtsfest. Gott kommt mir mehr als nur einen Schritt entgegen. Er steht bereits hinter meiner Mauer. Er verlangt noch nicht mal, dass ich aufstehe, sondern er kommt. Er kommt zu dir und zu mir, jetzt gerade in diesem Moment. Kannst du ihn sehen? Kannst du es fühlen, dass Gott da ist? Hinter all dem Weihnachtstrubel? Weihnachten bedeutet, Gott ist auf die Welt gekommen. Gott kommt uns nahe, obwohl er uns und weil er uns sehr gut kennt. Er ist da, jetzt bei dir. Weihnachten ist jedes Jahr. Weihnachten ist heute. Weihnachten ist jeden Tag. Verstehst du? Und die Berge hallen wieder.
gemeinsam Fürbitte halten. Großer Gott, in diesen Weihnachtstagen denken wir an alle, denen wir heute gerne nahe wären und es nicht sein können. An die Menschen, die heute krank und allein sind. An die Menschen, die in Krieg und Not leben, die für sich und ihre Familien ein Leben in Sicherheit und Frieden erhoffen. An die Frauen und Männer, die auch in diesen Tagen für andere Menschen da sind, die den Laden am Laufen halten. Für sie alle und mit ihnen beten wir, wie du, Jesus Christus, uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein fröhlicher und gesegneter heiliger Abend. Wir wünschen euch ganz viel leckere Weihnachtsbrätle. Und natürlich gute Getränke. Wir wünschen euch eine gute Gemeinschaft im Kreis eurer Lieben. Und wir wünschen euch, dass Gott euer Herz berührt. Und dass die Botschaft von Weihnachten, dass Gott uns so lieb hat, dass er uns seinen Sohn auf die Erde schickt, dass euch das ganz neu wieder im Herz berührt. Und was wünschen wir uns, Katrin? Wir wünschen uns, dass wir wieder in Zukunft mehr Zeit miteinander der Begegnung haben und dass wir uns wieder viel, viel öfter und viel, viel mehr in der Martinskirche treffen dürfen. Also, wir freuen uns auf euch. Gesegnete Zeit. Gesegnete Zeit. Und bis bald. Ja. Ein frohes, schönes Fest. Leckeres Essen und strahlende Gesichter. Viel Freude und Glück. Tage voller Hoffnung. Viele Geschenke. Frohe Weihnachten! Wünschen euch Elias, Mirjam, Leonie, Benjamin und Noah Deutscher. Tschüss! Tschüss! Zeit zum Kuscheln. Zeit für viele Plätzchen. Zeit zum Lesen. Zeit zum Ausruhen. Zeit mit allen zusammen zu sein. Frohe Weihnachten! Willkommen zum Segen. Ein Segensgebet, gütiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe, an diesem Abend und an allen Tagen unseres Lebens. Wir danken dir für dieses große Geschenk und bitten dich, schenke uns und allen Menschen dein Licht und deinen Frieden. Mache unsere Hoffnung und unseren Glauben stark, dass du die Welt und unser Leben in deinen guten Händen hältst. Begleite uns mit deinem Segen heute und auch im neuen Jahr. So empfangt Gottes Segen und geht unter seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Eine positive Einstellung. Gerade jetzt, wo Corona-Neuinfektionszahlen, Lockdown und Ausgangssperre unser Leben bestimmen, was wir so gar nicht gewohnt sind, da sollten wir nicht vergessen, dass es trotzdem jeden Tag schöne Momente gibt. Für mich zum Beispiel ein Bild, das mein Sohn gemalt hat und stolz zeigt: Mama, schau, ein Dino!
oder ein Telefonat mit meiner Schwester oder mit meiner Freundin oder einfach ein Sonnenstrahl, der zum Fenster reinscheint nach 3 Tagen Regen. Und jeden Tag gibt es solche schönen Momente. Und ich wünsche euch, dass auch ihr sie in eurem Tag erkennt. Hallo, wir wünschen uns für die nächsten Monate, dass wir weiterhin die Kraft und die Fantasie haben, Wege zu finden, um miteinander in Kontakt zu bleiben und uns nicht voneinander zu entfernen. Dass bald wieder eine begegnungsreichere und intensivere Zeit anbricht. Herr, hilf uns, dass sich Verstand und Herz nicht voneinander trennen. Wir wünschen euch allen da draußen frohe Weihnachten und ein friedliches und gesegnetes neues Jahr. Ein besinnliches Fest mit der Familie. Unter anderem richtig geniales Essen. Liebe Kirchengemeinde, im Namen des Kirchengemeinderats wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen heiligen Abend zu Hause in Ihren Wohnzimmern.